Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kavin. Und wie ihr seht, ist heute Tag 35, also ist jetzt die nächste Horde. Ich habe jetzt auch soweit halt vorbereitet. Elektrozäune ist im Machen, habe ich jetzt 5 Stück. Ich habe das jetzt soweit fertig. Da drüben ist einer drinne, da ist auch jetzt einer drinne. Jetzt fehlt bloß noch hier 2. Und da müsste auch dennoch der eine hin. Dann haben wir das fertig. Das dauert aber noch eine Weile. Das Produzieren, das dauert ein bisschen. Da seht ihr, 2 Minuten. Wir könnten eigentlich mal kurz nach Bob gehen. Gucken, was er noch an Munition hat. Weil das ist ja das, was wir jetzt brauchen. Dann kann ich das eigentlich auch gleich mitnehmen und versuchen zu verkaufen. Ich glaube, das ist ja nicht so eine schlechte Idee. Ich glaube, wir machen das mal. Und dann, wir werden mal kicken, dass wir ihn noch zusammenkriegen, dass wir ihm halt die Spitzen, die Spikes reparieren und hinsetzen. Und dann müsste es ja soweit sein, ich weiß nicht, ob wir diese Folge noch schaffen oder in der nächsten Folge ist auf jeden Fall, also spätestens in der nächsten Folge ist hundertprozentig Horde. Horde. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Jo, warte mal, wir sollten jetzt mal gucken. Warte mal, ich mache einfach hier mal schnell ein Löschli hinbohren. Ah, ich glaube, das ist ja nicht so eine schlechte Idee. Aber wie habe ich das da drüben gemacht? 5 Sekunden schon gelöscht. Gut, ich kick nochmal nach. Ist ja nicht so schlimm. Also, ich habe hier die Ponöke hingesetzt. Und daneben ist bloß Attrappe. Genau. Ein Hohlraum. Quasi wie bei dir. Haha. So. Gut, also ein Bohren und ein Attrappe. Das krieg hin. Das ist ja nicht komplett aufgewertet. Ich sag mal so, bis jetzt ist es eigentlich noch ziemlich gut in der Zeit. Würde ich jetzt behaupten. So, dann kommt hier neben quasi nichts hin. Da kommt nämlich dann hier bloß, warte mal, das mache ich mal schnell fertig. Nicht, dass ich nachher, wie will ich denn das machen? Das muss nämlich so, dann muss das so, so, so. Also die beiden Seiten müssen so oder so offen bleiben. Sonst kann ich das nicht verbinden. Ja. Und dann kommt nämlich da so ein Ponöke ran. Die ist ja jetzt egal. Dann kommt hier die Fläche. Ja, doch, das haut hin. Das kriegen wir schon hin. Das Problem ist, das hier reparieren. Weil, wie ihr seht, das ist Kacke. Ja, ich weiß es nicht. Also, die müssten das so machen, dass das automatisch einrasten tut. Die Möglichkeit, das wäre doch ideal. Oder dass er das denn umrannt tut, was da gerade anvisiert. Das wäre. Der bräuchte das eigentlich bloß umranden. Und dann wäre das gut. Weil so, das ist doch. Ach, das ist doch Blödsinn, ist das da. Das kostet doch schon extra Zeit, nur um das da vernünftig zu treffen. Ja, Murks. Ach, das ist so kacke, ist das da. So. Gut, zum Glück habe ich alles schon vorbereitet. Wo Horde war. Moment mal, ich kann das doch eigentlich, die Ecke kann ich doch schon aufwerten. Gut, das machen wir dann das nächste Mal. Wiese stehen ist nun Schnurz. Hauptsache, das macht den Zombies aua. So. Das ist schön. Das ist auch so gut. Der sticht richtig raus, der eine. So. Dann brauchen wir später nämlich bloß noch die Munition verteilen und dann ist gut. Oder müsste noch hier so eine bessere Aufwertmöglichkeit geben, in der Hinsicht, dass du 2 gleichzeitig machen tust.
Aber das ist zu viel verlangt, wa? Jetzt übertreibt man nicht, Karbin. Ein bisschen muss er schon selber machen. Ich treffe diesen... Das kann... Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, vor allen Dingen... Du siehst doch ja nicht, was du setzen tust. Ah ja... Vor allen Dingen, die spielen doch ihr Spiel selbst. Die müssen das doch wissen. Und ich kann mir nicht vorstellen... Oh, Alter. Das ist aber cool. Das haben wir richtig gemacht. Das ist richtig gut. Dass sie hier rumfummeln muss, das ist... Achso, ich habe ja nicht mehr. Das wissen die doch. Dass das Murks ist. Komm, wir machen noch eine Reihe. Hä? Ich habe eh ein Ding übersehen. Gut, dass ich jetzt keinen Stahl mehr habe. Ich könnte kotzen. Gut, wir gehen erstmal nach Olle Poppe. Vielleicht hat er ja was. Ich habe jetzt eigentlich überlegt gehabt, ob wir nicht auch noch ein bisschen Blei abbauen. Ja, halte ich nicht so für eine gute Idee. Tag 35, kurz vor der Horde, sollte man seine Prioritäten neu überdenken. Vor allen Dingen, wenn ich es bin. Hör auf zu ruckeln. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was das ist. Wie gesagt, ich habe auch mal so Benchmark durchlaufen lassen. Ist alles schön. Altknufter. 7 Days. Da muss es Sinn. Ich verstehe das nicht. Na, kommst du? Ich hab gezaubert. Und zwar sein Kopf. Boah, ist einfach weg. Wie weggeblasen. Mhm. Wenn man sich mal überlegen tut, dass ich mal so 800 oder 900 Schurzenmunition hatte, ist das ja ein schön. Ja gut, dafür habe ich ja jetzt auch hier noch AK, ne? Komm, alte Zeiten wegen. So, ey Bobbe, du weißt ja, das ist ja jetzt bald Horde. Ich bräuchte noch ein bisschen Munition. Oh, my apologies. Check back again and I may have what you're looking for. Oh, das ist ein Händler. Gut. Habe ich mir jetzt anders vorgestellt, aber okay, kannst du jetzt auch erstmal nicht machen. Da war zwar ein bisschen Munition. Ja, komm, was soll's. Nee, halt. Ich habe ja auch noch. Später. Hör auf zu sabbern. Nee, Uschi ist nicht mehr drin. Er hatte mal Uschi gehabt. Aber dafür hat er jetzt Gyrokopterteile. Und ich baue mir die Kacke. Ich hasse dich. Gut, wir holen uns erstmal ein bisschen Munition. Okay, das ist ja wichtig. Sehr rude. Horde. Die MP5 ist die müsste doch eigentlich ja nicht so schlecht sein. Aber ich sollte mir keine Waffen kaufen. Das wäre dumm. So. Gut. Hier dürfte eine Studie spawned sein, ne? Ich halte einfach mal meine Klappe. Wenn das eh nicht hinhauen tut. Nichts. Nichts. Gut, wir waren auch 2 Sekunden unterwegs gewesen. Das könnte sein, dass es daran liegen tut, dass es respawned ist. Warum kicke ich jedes Mal in jeder Tür nach? Ich weiß doch ungefähr. Nee, weiß ich nicht.
ich lasse jetzt sein. Also eigentlich müsste ja hier was sein, ne? Die stecken jetzt da. Da. Da ist Eisen. Da ist nichts. Ach man. Gucken, ob er was in der Küche hat. Ein schönen Käffchen oder so. Nee, aber Blei. Nicht viel. Also fast ja nichts, aber besser als ja nichts. Hä, Karin, hä? Bobbe, du hast Besuch. Hallo. Würdest du mal bitte an der Tür rangehen? Dein Besuch ist penetrant. Oh, Bobbe. Muss ich das? Ich kriege keine Rabatt, ich nischt und ich muss hier. Okay, alles gut. Ich mache es für dich. Ich habe ja Kaffee gekriegt. Schnauze. Ich hab's geklärt. Ist clear. Danke für den Kaffee. Wir sehen uns dann eventuell nach der Horde. Wa? Bis dann, Bobbe. Alle Dude. Schreib, wenn du kannst. So. Keine Post. Shit. Gut, also wir werden jetzt die Munition verteilen. Nee, wir erstmal die Zäune. Erstmal die Zäune. Denn Munition. Dann machen wir nochmal einen Kontrollrundgang. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Ist er jetzt schon, weil er kann nicht rennen. Das ist Standard. Das ist, mein Charakter ist der Meister des Langsamlaufens. Der Shaolin-Mönch des Slow-Mos. Gut, die waren schon mal besser, Kabi. So, das Dumme ist, wie gesagt. Nee, ich habe ja schon die Tür da hinten reingesetzt. Auf der anderen Seite habe ich das noch nie gemacht. Da habe ich das noch nie gemacht. Da muss das noch weg. Wo ist denn jetzt? Da ist er. Ich wollte gerade sagen. So, ein großes Inventar ist schon ein Segen. Aber auch ein Fluch. Also für mich. In Sachen finden. So. Ich habe jetzt bloß die eine Seite angeschlossen, wa? Ich glaube ja. So, warte mal. Schmeiß mal da hin. So, jetzt holen wir die anderen. Dann kann ich schon mal hier ran machen. Und die Tür muss noch weg. Die muss noch weg. Die stört da. Apropos Störtebäcker, wo ist denn hier? Hatte ich nicht noch ein paar Blöcke gehabt? Da. Stolcht. Mich deucht's. Ich hatte noch Blöcke. Und da waren sie. So, da oben auf. Das denn da oben wieder runter. Und erstmal bohren. Das ist natürlich das, was ich vergessen hab. Da drüben hoch. Gut. Jetzt bin ich froh, dass ich den, froh, dass ich diesen Bohrer habe. Auch wenn der laut ist. Wenn ich jetzt überlege, müsste das jetzt buddeln? Darauf hätte ich jetzt überhaupt keine Lust. Aber so was wohl nicht. Beton mehr. So, dann kann da schon mal eine Klappe ruf. Halt die Klappe, da kommt eine Klappe ruf. So.
Sie haben einen Punkt. Das kann ich schon aufwerten. Aber wie gesagt, am Rand noch nicht. Das darf ich noch nicht. Wie gesagt, der macht das Spiel nicht. Das Spiel will nicht. So, das muss noch weg, das muss nach hinten. Gut, dass ich das Eisen will kriege. Jetzt stelle man sich vor, mit der Futsch. Was für eine Verschwendung. Oh, ich muss auch noch Türen machen. Also, Stahltüren, Eisentüren. Da, so eine brauche ich. 4 Stück. Gut, dass das funktioniert. Egal, muss Sinn. Das muss Sinn. Dass sie wenigstens ein bisschen hochgehalten werden. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen blöd, dass sie jetzt da, das als Schwachstelle erkennen. Weil sie denken, die kommen darüber bei uns hoch. Das ist ein bisschen blöd. Die werden nämlich jetzt jedes Mal die Tür angreifen. Türen. Türen. Ping-Pong, Ping-Ping, Ping-Ping, Pong. So. Schnell eine Tür reinsetzen, dann ist das auch schon mal zu. Gut. Und eben mal nach unten. Dann haben wir das auch fertig, dann brauchen wir bloß noch verkabeln. Und hoffen, dass das funktioniert. Hä, wo sind denn die jetzt? Ich hasse es. Ich suche jedes Mal die Blöcke. Weil ich jedes Mal die Form ändere. Da sind sie. Oh. Ich weiß doch, ich habe doch gerade noch vor 5 Sekunden die benutzt. Müsste ich doch eigentlich wissen. Aha. Aha, das Holz ist alle. Nee. Du hast es gerade benutzt. Dann müsstest du eigentlich. Shit. Müsstest du eigentlich wissen, dass sie gerade die Blöcke sind. Ja, ja. Jo. Das muss reichen. Was haben wir denn schon? Fast 12 Uhr. Gut. Dann machen wir das noch schnell zu. So. Die Alte ist da. Die ganze Zeit lässt sie sich nicht blicken. Jetzt auf einmal. Moins. Hat die jetzt uns hier... Ja, ich glaube, die hat uns gesehen. Ich bin mir ganz sicher. Warum treffe ich nie aus der Entfernung? Hat die uns doch nicht gesehen? Gut, jetzt sieht sie uns hoch nicht mehr. Ich habe gedacht, die hat uns gesehen. Wow, krass. Da steht die auf einmal da. Wie Bilzebub. Büble. So. Gut. Jetzt kann ich bloß noch hoffen, dass ich wirklich vorhin noch ein bisschen mit Zement angerührt habe. Und ich habe schon 2 Mischer und eh nutze ich nur. Ah, schön. Schön, schön. So, und die dürften... Ah, das ist auch fertig. Für unten. Das Säunchen sind auch fertig. Dann nehmen wir auch gleich mal die Munition mit runter. So. Gut. Wie gesagt, dann können wir bloß noch hoffen, dass es funktionieren tut. Also, die Planung. Und wenn das funktionieren tut, habe ich schon die nächste Planung. Dann kommen hier
mit einer Kamera da hat die Schosse. Weil das ist genau die Höhe. Könnte was werden. Muss nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie sie ankommt. Flupp. Beine weg. Es könnte funktionieren. Könnte. So, warte mal. Da muss einer rein. Da ist drinne gewesen. Genau. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Und da kommt einer rein. Und Ersatz. Schön. Hat doch funktioniert. Jetzt muss ich die ganze Chose nur noch richtig verkabeln. Wie gesagt. Das sollte eigentlich so laufen, dass es mit dem Licht aktiviert wird. So ist der Plan. Wie gesagt, die Schrähen, müssen wir mal gucken, ob das so funktionieren tut. Die sollten dann quasi das nicht als Schwäche erkennen, sondern einfach als Rampe. Könnte funktionieren. So. So, da ist die Fallklappe. Die machen wir jetzt vorne ran. Schnell nochmal drehen. Das war doch richtig. Nochmal. Ach, ist doch jetzt egal. Jetzt spielt doch kein... Das ist doch ja so noch besser. Gut. Beim nächsten Mal. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Hä? Achso. Entfernung zu groß, aber so geht es. Ich verstehe das nicht. Entweder oder. So, warte mal, ich musste da. Hallo. Also manchmal reagiert er, manchmal nicht. Kann ich das nämlich aufwerten? Jetzt müsste so soll es sein. Dann muss das nochmal schnell weg. So. Und zack. Das passt auch. Na schön. Dass mal was funktioniert. Jetzt muss er bloß noch zum Schluss funktionieren. Dann bin ich stolz. So, warte mal, ich muss das hier erstmal. Erstmal kommst du auf. Oder auch nicht. Ich muss ja erstmal. Ich muss ja da erstmal was draufsetzen, sonst geht das ja nicht. Das ist. Hätte ich erstmal. Habe ich ja erst 5-mal gemacht. Gut. Machen wir nochmal. Ich brauche noch eine. Ich brauche für drüben auch noch. Ich brauche sogar noch 2. Jetzt müsste funktionieren. Ha! Es funktioniert. So, warte mal. Ich brauche aber auch noch ein paar Blöcke. 4 werden nie reichen. 4 Holzrahmen. Machen wir schon mal ein paar Schrägen ran. Dann haben wir das auch fertig. Dann ist bloß noch Munition. Verteilung angesagt. Wie gesagt, dann muss das bloß noch funktionieren. Ich muss nur noch funktionieren, dann bin ich stolz. Und froh. Froh, stolz, wie auch immer. Klappe zu, für du, das wird dann aufgewertet. Hier ist naja keine Klappe drauf. Gut, ich brauche doch ein paar Klappen mehr. Nicht so schlimm. Ihr kennt es doch. Hab ich jetzt? Ja, hab ich. So.
So. Jetzt muss ich erstmal kicken, ob das so funktioniert, wie ich mir denke. Na komm. Genau. Noch ein Stück. Zack. Ja, also dass ich das hier mit überbrücken muss. Verschwendung, aber es ist so wie das. So. Gut. Jetzt brauche ich das bloß noch umbauen. Und dann ist es gut. Dann haben wir das fertig. So, und zwar kommt da eh mal so ein Block hin. Und wo haben wir es? Haben wir es oder haben wir es nicht? Wo ist denn der Dächlein? Da. So. Das muss aufgewertet werden. Und dann kann ich das ganz vernünftig an der Seite ranbauen. Und dann ist es gut. Wieso? Frag nicht, das ist so. 7 Days will das so. Kriegt das so. Zack. Denn da noch eben mal ran. Auf der anderen Seite auch noch. Gut, ich brauche da noch mal 3 Blöcke brauche ich noch. So. Dann haben wir das auch fertig. Und schneller als ich gedacht habe. So. Schnell aufwerten, dann kommen die Dings oben rauf, die Falltüren. Dann brauchen wir. Was mache ich denn noch? Wir haben ja noch so viel Zeit. Gut, ich muss den Rand noch aufwerten. Soweit wie wir kommen. Die Spikes haben wir auch schon gemacht. Wir sind gut in Zeitplan. Also, ich würde mal sagen, morgen oder hundertprozentig. Weil, wie gesagt, heute werden wir es nicht mehr schaffen. Gut, jetzt sind nochmal 2 Falltüren. Ach, da sind sie doch. Mir wäre auch lieb, wenn ich die noch aufwerten könnte. Also, ich brauche 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Falltüren auf Eisen. 14 Stück. Ich krieg mal 4 hin. Oh. Da sehe ich das Dilemma. Gut, komm. Wir werten die ganze Chose erstmal so weit auf, wie geht. Auf Beton. Dann die Munition und dann ist es gut. Wir haben heute gut geschafft. Alles gut. Vor allen Dingen, wir mussten ja auch hier umbauen. Das hat ja auch noch Zeit gekostet. Wie gesagt, das Einzige, was mir stören tut, ist das hier. Weil, wie gesagt, das wird den ja nicht so interessieren. Geht mal davon aus. Die Türen. Da werden sie sich denken, wie gesagt, da gehen wir doch mal hoch. Kicken, was er dazu sagt. Die Penner. So, erstmal hier die Ecken. So. Gut. Ich Idiot. Ich muss das ja auch noch mit Strom versorgen. Sonst hätten wir eine Horde hier gestanden. Warum funktioniert das nicht? Ja, Karbin, überleg mal. Vielleicht kommst du drauf. Okay. So, also, ich
gehe davon aus, dass das so funktionieren könnte tun. Achso, ist es schon. Gut, dann mache ich das nochmal hier ran. Wie ist ja egal. Hauptsache, das hat alles Saft. So, die beiden Seiten laufen. Dann ist jetzt bloß noch von der anderen Seite links und rechts. Wie gesagt, ich hätte gerne, dass jeder Turm eine Verbindung kappen tut. Also, hat. Ich glaube, das wäre so ja besser, wa? Wenn der ditte machen tut, der macht ditte, der ditte und der ditte. Ich glaube, das mache ich so. Das ist mir sicherer. Das werden wir nochmal ändern. So. Falls mal irgendein Turm ausfallen tut, fällt bloß eine Seite aus und nichts wehe. So. Warum ist denn das schon verbunden? Habe ich ja schon gemacht. Ist ja Wahnsinn. Ach ja. Na komm. Hä? So. Jo, das kommt jetzt hier ran. Und ich habe ja gesagt, ich mache ja dann noch einen Selbsttest. Zum Schluss. Warum sage ich sowas? Bin ich denn bescheuert? Ich werde es machen. Wir müssen ja gucken, ob das funktioniert. Und immer mit bestem Beispiel voran. Jo. Zack. Das müsste eigentlich automatisch gehen jetzt, ne? Nee, macht das nicht. Ich muss das kappen. Kann ich das so irgendwie kappen? Nee, dann kapp ich das komplett. Nee, doch. So funktioniert das. Gut, machen wir nochmal. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren, ne? Funktioniert, aber ich hab das vielleicht gehabt. So. Hallo. Achso. Och nee, jetzt funktioniert das nicht mehr. Ich muss das nochmal wegmachen. Nee, Blödsinn. Mach ich das doch andersrum. Ach nee, der nietet auch nicht. So rumiert denn auch nicht. Da, seht ihr? Keine Verbindung. Okay, das war jetzt gerade rot. Aber ich zeige euch nochmal so, dass ihr das seht. So, hier ist grau. Geh mal so dicht dran wie geht. Ja, ist immer noch grau. Funktioniert doch. Ich spüre, vorhin hat es nicht funktioniert. Okay, ich hab nichts gesagt. So. Zieh mal schnell hoch. Strömler anschmeißen. Und mich schön auf den Arsch setzen. Viermal. Ja. Was Mut. Und so viele Schaden kriegen wir hier nicht. Ja. An. Licht. Okay, Moment, ich muss mal kurz husten. So. Jetzt machen wir Test an. Und dann Munition. Ah.
reicht nicht, wenn ich eh einen Zaun mache? Dann wissen wir doch, dass er funktioniert. Ich glaube, ihn reicht. Und ich nehme den. Gut, dann können sie hier rüberlaufen. Okay, ganz hundertprozentig funktionieren tut das nicht. Ich würde mal sagen, das funktioniert nicht. Hm. Dürfst du denn doch keine Unterbrechung mehr drin haben? Das ist jetzt kacke. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich versuche es hier nochmal. Hier funktioniert das. Aber warum funktioniert das hier nicht? Strom ist da. Hm. Ich versuche es nochmal. Strom. Es ist entkoppelt gewesen. So, jetzt mache ich das nochmal daran. Und von da muss das eigentlich da. Gut, ich muss das da so machen. So. Gut, machen wir das nochmal. Zack. Zack. Ja, funktioniert. Funktioniert. Gut, gut. So. Da. Mit da. Na komm. So. Und? Ja, 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 ja. Funktioniert. Gut, dann muss es da drüben auch funktionieren, oder? Ich muss es probieren. Hier funktioniert das auch nicht. Was ist denn hier los? Ach, hier ist es nicht verbunden, deswegen nicht. Hm. Guck. Fisch! Funktioniert. Gut, jetzt nur noch den und dann müsste doch eigentlich wieder alle Knufte sind. Na komm. Achso. Deswegen. Stimmt. Der geht so nicht, weil ist nie. Oh. Gut, Leute. Ich mach das jetzt nur noch schnell fertig. Wir sehen uns dann quasi morgen wieder zur Horde. Bis dahin dürfte ich den Fehler ausgebührt haben. Also, bis dann. Tschüss.